Liebe Erlangerinnen und Erlanger, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch heute wieder ein Update zum Thema Corona. Es ist jetzt Freitagvormittag und gleich mal vorneweg, ich lege jetzt den Schwerpunkt eher auf das Thema Impfen, auf das ganze Thema Maßnahmen, Einschränkungen. Das werden wir heute Mittag und dann im Verlauf der nächsten Woche erfahren und dann melde ich mich auch wieder, sobald ich weiß, was das auch für Erlangen bedeutet. Deswegen heute Schwerpunkt Impfen, aber vorneweg die Lage, und die ist nicht unverändert schwierig, sondern sie ist noch mal schwieriger geworden, insbesondere in unseren Krankenhäusern. Und nicht nur hier in Erlangen, sondern wirklich in der ganzen Region. Das ist am Limit, ist eigentlich schon nicht mehr die richtige Beschreibung, sondern das Limit ist erreicht und ist an manchen Stellen auch schon drüber. Also es führt auch nichts daran vorbei, dass wir Kontakte wieder reduzieren müssen. Das ist auch meine Bitte an Sie. Überlegen Sie sich einfach gut. Jeder für sich selbst und jeder in eigener Verantwortung, wo gehe ich noch hin? Und wenn Sie wohin gehen und es ist irgendwie dichter und enger, auch unabhängig davon, welche Regeln da gerade gelten, setzen Sie die Maske auf. Das ist auf keinen Fall falsch. Großes Thema Impfen, und ich möchte an der Stelle einfach ein bisschen was erklären, weil bei mir auch viel Protest angekommen ist. Warum ist Protest angekommen? Weil wir in Erlangen im Impfzentrum nach wie vor sagen, wir boostern erst ab 6 Monaten und nicht irgendwie davor. Warum tun wir das? Weil der Ansturm enorm groß ist, weil sich ganz viele Menschen impfen lassen wollen und wir die Kapazitäten noch nicht wieder haben, um auch allen ein Angebot zu machen. Und dann ist es einfach am fairsten, wenn diejenigen, die im Frühjahr und im Frühsommer nach Priorität geimpft wurden, also die Älteren, die in besonders vulnerablen Berufen, dass die auch zuerst geboostert werden. Das halte ich für fair, das halte ich für richtig und deshalb haben wir das derzeit so entschieden. Wir sind dabei, die Kapazitäten aufzubauen im Impfzentrum auf der einen Seite, die Hausärztinnen und Hausärzte und auch andere Ärzte auf der anderen Seite, und ich hoffe, dass, wenn uns das gelingt, dass wir die vielen Menschen, die jetzt anspruchsberechtigt sind, eine Boosterimpfung zu bekommen, dass wir die weitgehend im Dezember und dann aber auch noch in den Januar hinein auch boostern können und dass wir dann auch wieder für diese Personengruppe auch einen ordentlichen Schutz haben. Also ich bitte Sie da einfach um Verständnis. Ich weiß, da passt die Kommunikation zwischen dem, was im Land gesagt wird und dem, was wir hier vor Ort entschieden haben, nicht ganz zusammen. Aber ich meine, es ist die gerechteste Art und Weise, dafür zu sorgen, dass die, die am dringendsten eine Boosterimpfung brauchen, sie auch bekommen. In dem Sinne, halten Sie weiter Abstand und bleiben Sie gesund.